Hallo liebe Freunde des Rechts, heute ist Montag, der 9.8. Ich habe heute drei Themen, über die ich gerne sprechen möchte. Das eine ist das Thema Moneypool für Hochwasseropfer von Bodo Schiffmann. Dazu hatte ich in der letzten Woche schon Videos gemacht, dann allerdings wieder offline genommen und ich fasse die wichtigsten Informationen und den aktuellen Stand heute nochmal zusammen. Und dann haben wir auch wieder ein Evergreen, nämlich die Vergleiche von Holocaust und Impfungen. Da gibt es auf meinem Kanal Videos zu einem älteren Rechtsstand und zu älteren Entscheidungen. Ich bringe das mal auf den aktuellen Stand, damit da keiner durcheinander kommt. Und schließlich drittens in eigener Sache. Der Samstagbrief der Mainpost war an mich gerichtet und dazu möchte ich kurz Stellung nehmen. Es soll ja Leute geben, die freuen sich immer, wenn Herrn Schiffmann etwas Schlechtes passiert. Lassen wir das mal außen vor, sondern betrachten alleine die Rechtslage zu der Situation mit dem PayPal Moneypool. Letzte Woche kam die Nachricht, PayPal hätte den Moneypool mit knapp 700.000 Euro gesperrt, während Herr Schiffmann gerade dabei war, Empfänger für die Mittel zu identifizieren, für die Flutopfer, wo ja das Geld zu 100% hingehen sollte. Herr Schiffmann hatte sich dagegen entschieden, eine Hilfsorganisation zu bedenken oder, was ich zuvor empfohlen hatte, das Geld an die Spender zurückzuzahlen, damit diese es dann direkt weiterleiten könnten. Jetzt haben wir also das Problem und wir hatten schon darüber spekuliert, was die Ursachen sein könnten, warum das Geld von PayPal sichergestellt, eingefroren, einbehalten wurde. Da kamen in Betracht zum Beispiel Handlungen Dritter, das könnten zum Beispiel zivilrechtliche Gläubiger sein, die das Geld gepfändet haben oder ein Zahlungsverbot nach 945 ZPU ausgesprochen haben. Denkbar natürlich auch Strafermittlungsbehörden, die das Geld sichergestellt hätten. Das halte ich im Augenblick für eher unwahrscheinlich, weil solche Maßnahmen dann einhergehen würden, auch mit Durchsuchungsmaßnahmen zur gleichen Zeit. Außerdem ist im Augenblick nicht einmal sicher, ob hier eine Straftat überhaupt vorliegt, denn das Versprechen, das Geld an Hochwasseropfer zu 100% auszukehren, ist noch im Raum und noch nicht vollständig verloren. Es kann allerdings im Augenblick schwieriger werden, denn das Versprechen, das Geld weiterzuleiten, wird natürlich im Augenblick nicht erfüllt. Das Geld kommt nicht an. Da kann man jetzt natürlich auch wieder hämisch sein und sich fragen, war das jetzt so viel schlauer, das Geld über diesen Weg zu transportieren? Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Schauen wir uns mal die Rechtslage an, wie es mit dem Moneypool aussieht. Durfte PayPal überhaupt den Moneypool einfrieren? Gab es dafür eine vertragliche oder gesetzliche Grundlage? Schauen wir uns das näher an. Da haben wir die Geschäftsbedingungen von PayPal und die enthalten hier bei den verbotenen Aktivitäten eine ganze Auflistung von Dingen, die man nicht tun darf, mit gefälschten Waren zu handeln oder Gesetze zu verletzen, Gelder aus Betrügereien einzunehmen. Aber es gibt auch eine sehr weitreichende Klausel, die es also untersagt, Geschäfte oder Nutzung der PayPal-Dienste auf eine Weise zu führen, die zu Beschwerden führt. Das ist eine extrem weite Klausel, die mag wohl erfüllt sein. Die andere Frage ist allerdings, ob diese Klausel wirksam ist. Also ob tatsächlich PayPal, nur weil Beschwerden eingegangen sind, einen Moneypool oder ein Konto schließen darf. Da wird man wohl noch ein Verschulden müssen annehmen, dass also eine Aktivität gegen andere Verpflichtungen verstößt, dass es eben zu diesen Beschwerden kam. In Betracht kommen aber auch gesetzliche Vertragsverletzungen, wenn also jemand gegen Treu und Glauben oder gegen Nebenpflichten verstößt. Und da kommen wir zu Aktionen, die auch nach der Sperrung noch aktiv geworden sind, die hier einfließen können. Da gab es in der letzten Woche die Nachricht, dass ein Mutigmacher e.V., der nicht gemeinnützig anerkannt ist, eine Belohnung von 10.000 Euro auslobt für denjenigen, der eine Information darüber abliefert, wer innerhalb oder außerhalb von PayPal die Entscheidung getroffen hatte, den Moneypool von Bodo Schiffmann zu sperren. Ja, diese Aktion dient wahrscheinlich hauptsächlich dazu, Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber sie lässt sich auch juristisch einordnen. Da kamen viele Fragen. Darf man zu so etwas aufrufen? Darf man ein Kopfgeld aussetzen? Das muss doch gegen irgendetwas verstoßen. Ist das vielleicht ein Aufruf zu Straftaten, vielleicht zu einem Datenschutzverstoß? Nun, die Lösung dürfte wohl im Geschäftsgeheimnisgesetz liegen. Das Geschäftsgeheimnisgesetz sieht Handlungsverbote vor für Geschäftsgeheimnisse. Und da stellt man sich zunächst die Frage, was ist überhaupt ein Geschäftsgeheimnis? Das ist in § 2 legal definiert. Geschäftsgeheimnisse sind die Dinge, die nicht offenkundig sind, für die ein Geheimhaltungsinteresse besteht und für die ein bestimmter wirtschaftlicher Wert für jemanden besteht. Nun, dieser Wert ist jetzt entstanden mit den 10.000 Euro Belohnung, die ausgelobt worden sind. Kann man sich darüber streiten, ob das auch nachträglich ein Geschäftsgeheimnis qualifiziert.
Verboten ist allerdings bei solchen Geschäftsgeheimnissen, sie sich anzueignen durch Kopieren von Dokumenten oder, und das ist eine Auffanggrundlage hier in § 4 Absatz 1 Nummer 2, jedes sonstige Verhalten, das unter den jeweiligen Umständen nicht dem Grundsatz von Treu und Glauben unter Berücksichtigung der anständigen Marktgepflogenheiten entspricht. Auch da wieder eine sehr auslegungsbedürftige Definition. Im § 23 gibt es dann die entsprechende Strafnorm, die Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren dafür vorsieht. Ob das gegeben ist, kann auch dahinstehen. Da wird man noch näher betrachten müssen, was die Absicht hinter dieser Aktion war. Ob zum Beispiel eine Schädigungsabsicht oder eine Begünstigungsabsicht dahinter steht, das liegt durchaus nahe. Unabhängig von diesem Gesetz kommen aber zivilrechtliche Ansprüche in Betracht, die dazu führen, dass Kündigungsgründe vielleicht vorher nicht bestanden haben mögen, jetzt aber eingetreten sind. Denn wenn jemand für einen Geschäftspartner ein Kopfgeld auslobt, um geheime Informationen zu erlangen, dann dürfte das eine Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten sein. Und da stellt sich jetzt die Frage, inwiefern ist diese Aktion Herrn Schiffmann zuzurechnen? Er hat sie immerhin auf seinem Telegram-Kanal gepostet, beziehungsweise ein anderer Administrator hat sie in dem Kanal bereitgestellt. Dort wird sie auch diskutiert und sie ist nach wie vor jetzt seit vielen Tagen abrufbar. Insofern dürfen wir davon ausgehen, dass Herr Schiffmann davon weiß, aber es auch nicht unterbunden hat. Ob das jetzt für eine Zurechnung ausreicht, wird man sich später ansehen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass die Verhandlungen mit PayPal dadurch nicht einfacher geworden sind. Und die Ankündigung, ganz kurzfristig das Geld wieder frei zu bekommen, hat sich zumindest in den letzten Tagen nicht realisiert. Schauen wir uns mal an, wie das Verhältnis zwischen PayPal, Schiffmann und den Spendern aussieht. Zunächst mal ist PayPal nichts anderes als eine Bank, ein Zahlungsdienstleister. Und wenn ich über eine Bank einen Geldbetrag an eine andere Person schicke und diese Person beispielsweise einen Vertrag nicht erfüllt, dann bleibt diese Person mein Vertragspartner. Das heißt, das eigentliche Rechtsverhältnis, auf das es ankommt, für die Schenkung, die Spende und auch die Erfüllung der daraus sich ergebenden Verpflichtungen, besteht zwischen Spender und Bodo Schiffmann. Schiffmann sagte in einem Video, dass der Mitarbeiter von PayPal relativ borniert gesagt hat, das ist nicht unser Problem, wenn die Spender jetzt ihr Geld zurückhaben wollen, sondern ihr Problem. Ist das richtig? Tatsächlich aus juristischer Sicht ist das so. Die Spender haben keine Ansprüche gegen PayPal, um ihr Geld zurückzubekommen. Es gibt auch keine Schutzmechanismen, die für Moneypools gelten, irgendwelche Garantien, sondern wer sein Geld zurückhaben möchte, weil er meint, dass der Vertrag nicht erfüllt worden ist, kann sich nicht an PayPal wenden, sondern nur an Bodo Schiffmann. Und der Einwand dann, ich komme an das Geld nicht ran, ist juristisch nicht tauglich. Geld hat man zu haben, sagt man juristisch. Es kann zwar schwieriger sein, etwas auszubezahlen, wenn man nicht über entsprechende Guthaben verfügt, aber es hindert nicht den Anspruch, wenn man nicht liquide ist. Wenn also ein Spender tatsächlich sein Geld von Herrn Schiffmann zurückhaben möchte und keine Rücksicht darauf nimmt, dass jetzt 700.000 Euro dem Zugriff entzogen sind, dann könnte er gegen Schiffmann tatsächlich vorgehen und zum Beispiel Ansprüche pfänden, beispielsweise die Auszahlungsansprüche, die sich irgendwann bei PayPal ergeben. Das ist eine missliche Situation und das ist einer der Gründe, warum man tunlichst nicht PayPal dafür benutzt, um große Mengen von Fremdgeldern oder treuhändisch zu verwaltende Gelder nutzt, denn PayPal ist dafür bekannt, dass sie sich sehr schnell auf diese Möglichkeiten berufen. Deshalb sollte man Gelder, die da eingehen, möglichst schnell auf ein Bankkonto weiterüberweisen oder an einen Treuhänder weiterleiten, der der deutschen Justiz zugänglich ist. Denn hier stellt sich das Problem, dass ein Rechtsstreit, den jetzt Herr Schiffmann gegen PayPal führen muss, möglicherweise im Ausland zu betreiben ist und dadurch auch sehr aufwendig sein könnte. Nochmal ein Video zu Holocaust-Verharmlosung. Weil hier gerade die Rechtsprechung, die Justiz in Bewegung ist. Ist es verboten, wenn ich sage, Impfen ist wie Holocaust oder Masken tragen ist wie Holocaust? Und da wollen wir uns mal anschauen, wie die bisherige Rechtslage dazu aussah. Bisher hatte man sich gefragt, ob bei einem Vergleich zwischen Holocaust einerseits und Masken, Impfen oder irgendetwas anderem, was zeitgenössisch auftritt, ist der Vergleich oder die Gleichsetzung eine Verharmlosung des Holocaust, wenn das hier drüben der Holocaust ist. Und da war die bisherige Diskussion, es ist keine Verharmlosung,
Wenn ich nur einfach sage, das hier ist genauso schlimm wie der Holocaust, dann ist das zwar albern, übertrieben, aber trotzdem keine Verharmlosung, sagte bisher die Rechtsprechung. Sagte zum Beispiel die Staatsanwaltschaft Würzburg, als ein Busfahrer vor dem Residenzplatz stand und sagte, das ist jetzt ein Holocaust 2.0. Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache. Die Generalstaatsanwaltschaft München hatte eine Strafbarkeit gesehen bei einem Meme, bei dem der Slogan Impfen macht frei im Stil der Inschrift aus den Konzentrationslagern Arbeit macht frei verwendet wurde und womit sozusagen diese Anspielung, diese Gleichsetzung oder Relativierung des Holocaustes zum Ausdruck gebracht wurde. Und auch das Amtsgericht Freiburg hat einen Strafbefehl gegen einen Demonstrationsteilnehmer erlassen und er wurde angenommen, sodass das Urteil jetzt rechtskräftig wurde, wo eine Volksverhetzung angenommen wurde, als jemand diesen gleichen Vergleich mit dem Schriftzug angestellt hat. Und diesen Schriftzug Impfen macht frei findet man immer wieder im Internet oder auf Demonstrationszügen und sollte sich jetzt diese neue Praxis, die ja nur bisher von Generalstaatsanwaltschaft und Amtsgericht durchgeführt wurde, umsetzen und sozusagen die Abkehr von der bisherigen Lehre stattfinden, dann würden wir eine Vielzahl von strafrechtlich relevanten Verfahren wahrscheinlich sehen und man würde die Timelines von Social-Media-Nutzern oder Demonstrationsteilnehmern nach solchen Verstößen untersuchen. Man kann jetzt also jedem raten, von so etwas eher Abstand zu nehmen. Es ist strafbar, jedenfalls nach Auffassung von einigen Justizangehörigen. Man kann natürlich immer noch sagen, naja gut, warten wir ab, ob das in allen Instanzen so Bestand hat. Ich halte diese Position für gut nachvollziehbar. Ich hatte noch in einem früheren Video gesagt, dass man das anders sehen kann, dass die bisherige Rechtsprechung zwar nachvollziehbar ist, aber einfach nur zu sagen, das ist das Gleiche, weil es anders so schlimm ist, führt gleichwohl dazu, dass eine Annäherung stattfindet und dass sehr wohl auch eine Reduzierung des Holocaustes damit einhergeht, eine Abnutzung, wenn man sagt, Holocaust ist wie Maske tragen oder wie Anschnallpflicht oder wie Impfungen, denn es ist qualitativ sicherlich nicht das Gleiche. Es führt zu einer Verharmlosung und einer Abnutzung des Gedenkens an den tatsächlichen Holocaust. Und das ist strafbar, halte ich gut für nachvollziehbar, auch wenn es bisher noch nicht verbreitete Rechtsauffassung war. Ich bin ja am Samstag regelrecht vom Stuhl gefallen, als ich die Mainpost aufgeschlagen, wollte man sagen, aber ich habe sie natürlich elektronisch gelesen, später auch auf Papier. Da gibt es eine Rubrik, die heißt Samstagsbrief und das ist eine kritische Sparte, die an wichtige Entscheidungsträger gerichtet wird, die irgendwas falsch gemacht haben und dafür einen Brief von der Redaktion bekommen. Manchmal, gar nicht so häufig, sind auch freundliche Briefe dabei. Man will ja nicht Lobhudeleien nur abdrucken, sondern kritischen Journalismus betreiben und deswegen ist man mit Lob und Anerkennung durchaus sparsam. Deshalb ehrt es mich sehr, dass ich diesmal Adressat des Samstagsbriefes war, den der Michael Tschügan verschickt hatte und das ist genau der Richtige, der dazu berufen ist, einen roten Faden aufzuzeigen in meiner Tätigkeit seit der ersten Strafanzeige gegen Mark Zuckerberg und den Facebook-Prozess und den jüngsten Bedrohungen, Shitstorms, Morddrohungen durch den NSU 2.0 und so weiter. Und da sollte man transparenterweise vielleicht sagen, dass mich mit der Mainpost doch etwas Besonderes verbindet. Nicht nur, dass die Mainpost natürlich die regionale Zeitung ist in der Stadt, wo ich wohne, sondern ich habe früher auch für die Mainpost gearbeitet. Ich kenne manche ältere Redakteure noch aus den dortigen Zeiten, weil ich mein Studium damit finanziert hatte, Artikel für die Mainpost zu schreiben. Ich habe damals für die Redaktion Würzburg-Land geschrieben, war zuständig für die Kommunalpolitik in der Marktgemeinde Höchberg, saß in den Gemeinderatssitzungen oder beim Geflügelzüchterverein und schrieb darüber Artikel und habe dann 1996, als sie eine kleine Gruppe von freien Mitarbeitern zusammengesucht hatten für die erste Internetausgabe, da war ich zum 6., 7. Semester im Studium, mich um die Mainpost Newsline gekümmert, die damalige Online-Ausgabe, die nur ein kleiner Ableger vom Printprodukt Produkt damals war. Der erste Samstagbrief erging damals 2017 an Mark Zuckerberg anlässlich des dortigen Themas Umgang von Facebook mit Hasskriminalität und ich bin sehr dankbar, dass
Michael Schügern die Gelegenheit nutzt, um nicht nur auf den aktuellen Bezug einzugehen, sondern auf die ganze Geschichte, weil ich habe mich ja diesem Thema Hasskriminalität, Hetze im Internet, insbesondere dort, wo es rechtsverletzend ist, verschrieben und viel Zeit investiert und dabei auch vielleicht einige persönliche Opfer gebracht. Und da tut es gut, gelegentlich auch mal eine Anerkennung, ein Dankeschön zu hören, um damit zu spüren, dass die Opfer, die man sich, aber vor allem auch seinen Kollegen und seiner Familie zumutet, nicht völlig sinnlos sind. Größte Anerkennung ist natürlich, dass der Gesetzgeber auf viele Ideen, Probleme, die in der Diskussion waren, reagiert hat und dass wir insofern, was die Hasskriminalität und Hetze im Netz besteht, besser dastehen als damals 2016, 2015, als ich mit diesem Thema angefangen hatte. Insofern vielen Dank, Michael, und ich bin froh, dass du das Thema so lange begleitest.